Wir wiederholen hier einige Formeln aus dem einfachen Stromkreis. Die elektrische Spannung U wird in Volt ausgedrückt. Die elektrische Stromstärke I wird berechnet durch die elektrische Ladung, die pro Zeiteinheit durch den Leiter fließt, also I gleich Q auf T. Die elektrische Stromstärke I wird in Ampere ausgedrückt und durch diese Formel wissen wir, 1 Ampere, das ist 1 Coulomb geteilt durch eine Sekunde. Der elektrische Widerstand R wird in Ohm ausgedrückt. Die Verbindung zwischen U, I und R ist durch das Ohmsche Gesetz hergestellt, U gleich R mal I. Und durch diese Formel wissen wir, 1 Volt ist dasselbe wie 1 Ohm mal 1 Ampere. Die elektrische Energie E in einem einfachen Stromkreis wird berechnet durch Spannung U mal Stromstärke I mal Zeit T. Und durch diese Formel wissen wir bezüglich der Einheiten, dass 1 Joule dasselbe ist wie 1 Volt mal 1 Ampere mal 1 Sekunde. Diese Einheitengleichheit ist sehr, sehr wichtig, denn sie liefert die Verbindung zwischen mechanischen Einheiten Joule und Sekunden und elektrischen Einheiten Volt und Ampere. Die elektrische Leistung P wird berechnet durch elektrische Energie E geteilt durch die Zeit T und durch diese Formel wissen wir, dass P gleich U mal I ist. Eine Leistung P wird in Watt ausgedrückt und durch diese Formel wissen wir, 1 Watt ist dasselbe wie 1 Joule geteilt durch eine Sekunde.